Und so haben wir einfach gemerkt, dass Frequenztherapie im heutigen Zeitalter doch einige Anwendungen finden kann. Die Technologie ist mittlerweile so weit entwickelt, dass man es nutzen kann und dass man damit, sage ich mal, in der Selbstanwendung vieles vorantreiben kann. Das ist so der NeoWave-Kodex, dass wir einerseits sagen, Veränderung auf Knopfdruck, andererseits auch sagen, es ist autark, unabhängig von Systemen vor allen Dingen. Und jeder kann es in Eigenregie machen. Und eigentlich ja die Theorie, dass wir biophysikalische Wesen sind, dass wir durch Licht unseren Körper am Leben erhalten und nicht durch Biochemie und dass wir eigentlich grundsätzlich zu wenig Licht bekommen. Und ja, wir haben uns eigentlich von diesem natürlichen Lichtspektrum, diesem elektromagnetischen Spektrum, in dem jeder Mensch entstanden ist und auch jedes Lebewesen, entfernt und müssen das unbedingt wieder in unseren Alltag integrieren. Und weil du gerade DMT angesprochen hast, auch ein verrücktes Thema, aber es ist uns auch gelungen, beispielsweise Molekularfrequenzen zu erstellen. Sprich, wir haben die Moleküle von gewissen Substanzen genommen, in Frequenzen transponiert und hörbar gemacht. Und die Menschen haben komischerweise dann ähnliche Erfahrungen, wie wenn sie das Molekül in Wirklichkeit einnehmen. Wir haben da eine Cannabis-Frequenz und auch zu DMT haben wir was gemacht.